und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof bzw. Leben auf dem Bauernhof. Genau, mit dem Hans Gumpitsch. Servus. Servus. AKA Blackbeast86 auf YouTube. Gerne mal vorbeischauen, Abo dalassen. Ja, und mit dem Karl Gutberg, Varuna LP auf YouTube. Ajo. Vorbeischauen. Jo. So, Herr Gutberg. Herr Gutberg bin ich selber, verdammt. Herr Gumpitsch. Ja. Sie haben gesagt, Sie wüssten irgendwo, Sie würden mir mal irgendwie noch einen anderen Hof zeigen. Aber das schnell machen. Ja, oder müssen Sie das Feld da hinten fertig mähen? Ich weiß es ja nicht. Ja, nee, das kann ich auch abends noch. Okay. So, gehen wir mal runter hier. Ich habe hier unten das Auto. Ach so. Oh gut, mit dem einheimischen Auto fahren, das könnte was werden. So, hier. Ah ja. Oh, auch ein Audi. Ich dachte, wir fahren mit dem Geländewagen. Nö, ich hab zwei Autos. Yep. So, der Audi, der kommt auch. Ja. Eigentlich überall hin, du. Ja, Allrad, Quattro Power macht's halt. Ja, wo wollen wir hin? Ich weiß nicht, Sie kennen sich ja aus. Welche Höfe sind denn zu verkaufen? Oh Gott, meine Panik schlägt zu. Also. Wissen Sie, ich habe nur ein Problem. Mein Chef will mich nicht gehen lassen. Also mein Chef will, dass ich unbedingt wieder zurück nach Hamburg komme. Was? Mein Chef will, dass ich wieder nach Hamburg komme. Okay. Aber darauf habe ich keinen Bock. Jetzt muss ich mal gerade schauen, wo beim GPS. Also wir könnten mal den Bittnerhof anschauen. Ja, machen Sie einfach mal. Ich kenne mich hier nicht aus. Ja. Achtung, Bushaltestelle. Geschafft. Ich muss sagen, ist schon sehr schön bei Ihnen hier. Was haben Sie? Schön, sehr schön, sehr schön hier. Ja, ja. Ah, da bin ich letztes Mal links gefahren. Da kam ich beim Skilift raus. So, ja. Ja, ich würde mal hier hochfahren. Oh. Oh, yeah. Sie brettern aber auch ordentlich. Ja, ja. Oh, Panikattacke, ey. Oh, geht's aber weit hoch, ey. Wie viele Höhenmeter sind wir jetzt? 1200 nur. Ja. Ich dachte, das wäre mehr. So hoch auch hier nicht. Ja. Ah, der ist auch wieder so ein Milchbauer. Ja, genau. Also bei dem hat es sich auch nicht mehr rentiert. Nee. Sieht man ja auch hier, das ist alles schon mal benutzt gewesen. Man sieht, alles ein bisschen heruntergekommen. Bis auf den Futterdruck, der sieht neu aus. Ja, den hat er auch zuletzt erst ersetzt. Oder für, ist der für Wasser? Das ist für. Ja, das ist eigentlich für Futter. Ah, okay. Wasser ist hier. Ah, okay. Oh, da können. Aber das wäre doch. Ich steige jetzt lieber nicht rein, aber das wäre doch ein schöner Pool. Gucken Sie mal die Aussicht an. Wie hier so sitzt. Ja. Hier hätte man halt so steilere Felder her. Hm.
Das wäre, glaube ich, nichts für mich. Dann fahren wir mal weiter. Ah, ich weiß nur nicht, was ich mit meinem Chef machen soll. Okay. Ja, wir können ja mal einen anderen Hof mal anschauen, wo es vielleicht eben ist. Ja. Moment, ich will noch kurz was gucken. Oh, da geht's aber auch. Ach Gott, wie Dreh blöd mal du um. da hochfahren musst, ey. Kriegst ja Panik. Ich komm. So. Jo. Zum Glück nicht da hoch, ey. Ja, aber das sieht schon schön aus hier. Die Hallendesigns sind auch wohl noch relativ neu. Ja. Kurve! Himmel, Maria und Josef. Kurve! Augen zu und durch, ey. Uff. Waren eigentlich alle hier so verrückt wie sie? Ja, also wenn halt solche Deutsche kommen in Urlaub, die fahren halt der Straße meistens nur 40, der Hauptstraße. Ja, aber das ist ja hier auch berechtigt. Nee, ich war auf der Hauptstraße, meine ich jetzt. Ja, nee, auf der Hauptstraße, da gebe ich auch Gas. Ja, nee, aber wenn es ins Tal hineingeht, dann die Ach so. Deutschen oder die, ja. Touristen, die fahren meistens da nur 40. Ja, das ist doof, aber hier die Berge hoch, also da hätte ich schon ein bisschen Respekt vor. Ja, also. Tiroler können das. So, was ist denn hier? Was ist denn das Ja, hier? Wohnhaus. Ah, hier? Ja. Weiß nicht. Oh. Uff. Ja, geht auf. Oh, da gibt's einen Heuschober. Ja, also das wäre unten beim anderen Hof gerade auch gewesen. Okay. Hier oben hätte man dann das Heu. Ah, da habe ich gute Kindheitserinnerungen. Da habe ich auf dem Heuschober gespielt. Wir hatten auch Gut. einen am Haus. Jo. Musste aber irgendwann, also wir hatten keine. Wir hatten ganz, ganz früher, mein Uropa Ja. hatte noch Vieh. Ach so, ja. Und dann musste auch irgendwann am Haus, da war ein Anbau mit dem Heuschober dran und dann musste der Heuschober irgendwann leer gemacht werden. Achtung, ich schieb mal mit. Jo. Und So. Ja, vielleicht, wenn man es unten im Tal irgendwo. haben Sie noch irgendwas, gibt es noch irgendwas anderes mit Vieh? Aber jetzt keine Rinder, keine Ja. Kühe. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas, was halt nicht so arg stinkt. Ja. Das wird vielleicht schwierig. Aber Schweine stinken ja noch mehr, oder? Wie Kühe. Ja, wäre schon, ja. Was gibt's denn noch? Pferde? Das wird schwierig. Fast niemand hier. Hühner? Hühner stinken nicht. Hühner auch schwierig. Schafe? Rinder ist so das meist verbreitete. Schafe? Schafe, ja, aber die Höfe sind noch besiedelt. Ja, das ist schade. Also das hier ist der Zwergerhof hier. Okay, das war der Zwergerhof. Ja, das hier. So schnell konnte ich nämlich nicht gucken. Ja, da sind wir ja davor gewesen. Ach so. Oh, Gartenzaun. Kann man nicht mal so einen Schafshof trotzdem angucken? Ja. Schafe, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ein bisschen. Sehen Sie das da unten auf dem Feld? Wo? Rechts unten. Ja. Hat na der Bauer gemacht.
Weiß nicht, hab ich auch schon gesehen. Bin ich vorhin vorbeigefahren, ich bin noch Richtung hier Okay. hinten, der Skilift, der Schlepplift. Da war ich vorhin. Dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Heute Morgen oder so. Wir könnten hier mal ranfahren. Dem Rittnerhof. Hier, in dem Hof. Was ist hier? Ups. Hier wäre auch ein Hof. Also Aha. das hier wären Schweine. Ja, ich wollte gerade sagen, hier stinkt's fürchterlich. Ja. Oh, Also da ist die Güllegrube. Nee. der Hof, der was ganz oben gewesen ist, wo wir davor ganz oben gewesen ist, da hat der Bauer früher Schafe gehabt. Okay. Aber der ist wahrscheinlich zu steil. Vielleicht wollen sie Pferde oder so. Welcher Hof war denn das, wenn ich auf die Der Karte gucke? Sonnenhof, da wären wir noch nicht gewesen, da würde es Pferde geben. Den könnte man sich mal anschauen. Waren wir beim. Bei welchem Hof waren wir gerade? Wir waren bei, Stieglinger. ja, und bei Zwerger waren wir. Wir könnten mal Sonnenberg fahren. Der Sonnenhof. Können wir auch mal machen. So, machen wir mal. Wenn Sie noch Zeit haben. Ja. Den Wall. Okay. Ja, wissen Sie, ich habe ja halt. Wissen Von Sie, ich. Hamburg wegziehen oder wie? Ja. Also ich habe wirklich gut gewirtschaftet für mein Unternehmen. Ja. Das heißt, ich müsste den eigentlich, ich müsste meinen Chef ein bisschen nerven. Dass der mir kündigt, dann kriege ich nämlich eine Abfindung. Ja. Vielleicht kommt er ja mal her oder so. Ja. Vorgestern hat er, glaube ich, angerufen. Ich glaube, vorgestern war das. Ja. Da wollte er mich schon wieder, wollte er schon wieder, dass ich nach Hamburg komme. Obwohl ich ganz offiziell Urlaub eingetragen habe. Einen Monat. Okay. So, jetzt müssen wir mal hier rumfahren. Ah, das ist aber ein ordentlicher Feldweg hier. Sieht schön aus. Sind Sie sicher, dass Sie richtig sind? Ja. Okay. Dann vertraue ich Ihnen mal. Nicht, dass Sie mich entführen. Oh. Oh, ein schlechter Weg hier. Der muss dann erstmal gepflastert werden. Straße hin, ey. Sind wir jetzt da? irgendwie schon, ja. Herr Gumbitsch, ich glaube, Sie wissen doch nicht, wo es lang geht. Herr Gumbitsch. Wir können ja mal aussteigen und gucken. Ich warte mal. Früher war ich ja hier, aber Da, hier. hier haben sie so ein bisschen alles umgebaut. Was ist denn das schon wieder für ein Weg hier, ey? Wie kommst du denn? Ach Gott, wie bist du denn da? Ja, also hier hättest du dann die Pferde. Ja, hier ist aber gerade leer alles. Ja. Ah ja, hier hättest du auch noch Pferde. Hallo? Also hier lebt glaube ich auch keiner Hallo? mehr. Hier sieht's ein bisschen. Können Sie mal die Leiter festheben? Wo denn? Hier unten. Ja. Achtung, ich komme runter. Ui.
Ich hatte ein bisschen Angst da oben. Also, wenn es vielleicht. Wird halt noch einen Hof geben, noch einen Kuhhof. Eigentlich hätte ich schon so ein bisschen Lust auf Kühe. Schafe. Schafe, Wobei ja. Pferdehof könnte ich auch ein bisschen Tourismus betreiben. Das Also, wär's es doch. würde noch einen Schafhof geben. Ja? Alter Gartenhof. Der Hof heißt Alter Gärtnerhof. Da könnten wir auch mal fahren. Noch ein bisschen Zeit. Also das hier sieht schon ziemlich gut aus. Aber da müsste ich dann mal irgendwann die Bank fragen. Ich weiß auch noch nicht, wie viel Abfindung ich krieg, falls er mir überhaupt was zahlt. Ja. Auch schauen wir mal auf dem Hof dann. Uiuiui. Hier war ich auch lange nicht mehr. Ja, man hat's gemerkt. Ich muss mich mal informieren. Ich muss mal in meinen Vertrag reinschauen, was da drin steht. Wie viel Abfindung Ja. ich krieg. Aber was ich weiß, war nicht so viel. Waren, glaube ich, nur so um die 100, 140.000. Ja, für einen Hof aufbauen, ja. Ja, da wird's eng, glaube ich, oder? Ja, schon, naja, da kommt man schon. Kommt man ja mit diesen kleinen Maschinen ja schon auf die vielleicht Millionen. Millionen. Ja, mit Hof und allem, ja. Maschinen und Haus und ja. Na, wenn, dann brauche ich irgendwas ganz Kleines. Kann auch ruhig ein bisschen eingefallen sein oder so ein bisschen nur heruntergekommen, das ist mir egal. Ja. Oh Gott, jetzt muss man. Jetzt haben sie aber einen Turn hingelegt hier. Haben Sie eine Tüte hier? Ja, im Handschuhfach. Und so. Oh. Musst du kotzen, ehrlich? Nein, geht noch. Oh Gott. Ich mache lieber mal die Augen nochmal zu. War ja nur ein bisschen schnell. Ja, so ein bisschen Action. So, dann flitzen wir mal hier hoch. Oh la la. Oh Gott, ich kann keine Achterbahn fahren, ey. Katastrophe. Passiert, ey, da bist du hinüber. Oh, sind wir bald da? Kann ich die Augen aufmachen? Herr Gumbitsch, Ja. sind wir bald da? Ja, jetzt sind wir da. Oh. Oh Gott. Ich habe ja gedacht, sie wollen mich umbringen, ne? Okay. Wir sind jetzt am falschen Hof gelandet. Oh, das ist aber schlecht. Sollen wir weiterfahren, ne? Oh, Moment, machen wir kurz ein Päuschen. Ja, machen wir mal hier. So, stellen wir hier das Auto ab. Gut. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch auch so schlecht geworden ist wie mir,
Dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut, wie gesagt, gerne beim BlackBeast86 vorbei. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.